Hallo und willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Ja, ich weiß, wir kommen in diesem Tempel eine sehr, sehr schrittweise voran. Ja, hier ist aber liegt der Schlüssel, die Schlüsseltür, also um die zu erreichen. Okay, schaut doch einfach die anderen Parts an, dann könnt ihr den Weg zurückverfolgen. Auf jeden Fall, da war ganz, ganz unten der Gang, wo wir rein mussten. Oh, so einfach habe ich das jetzt nicht erwartet. Okay. Wie das hier der Bossport? Okay. Das kann jetzt sogar ich. Das war's? Das ist die Erlösung? In Ordnung. Oh, mein Schatz. Her damit. Gut. Ich will jetzt ja auch nicht mehr nehmen, als ich brauche. Also, die kann ruhig weiterleben. Ja, ich weiß, ich bin nett. Gut. Das war alles. Man muss den Schlüssel einsetzen, um von da aus an den Master Key zu kommen. Das war alles. Das ist doch nicht deren Ernst. Ja, allerdings müssen wir trotzdem noch mal zurück. Leck mich, Scheißraum. Bald kann mir der ganze Tempel gestohlen bleiben für immer und ewig und alle Zeiten. Ja. Und in ein paar Jahren, wenn das Spiel zum x-ten Mal remaked wird, werde ich zu meinem Kind sagen, wenn er das spielt, Edge. Naja, zumindest hat mein Vater das mal gespielt hier, Zelda. Und naja, wenn man. Vielleicht wird mein Kind das auch mal spielen zukünftig. Also mein zukünftiges Kind, ja, ich bin ja erst 15 und dementsprechend. Egal, gut. Falsche Richtung. Aber das ist mir jetzt auch total egal. Denn alles, was zählt, ist jetzt hier rüber zu kommen. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Der Tempel, der ist einfach nur. Aber allerdings steht es auch eine kleine Hürde im Weg, wie ich gehört habe, auch nicht so doll sein soll. Der Endboss. Wie hieß er nochmal? Barinade? War das nicht der im Bojabu? Ich meine, der heißt Barinade. So, mehr möchte ich jetzt aber auch nicht verraten, denn das Prinzip dieses Bosses, das ist relativ langweilig. Also es ist was ganz Besonderes. Obwohl eigentlich jeder Bosskampf was Besonderes ist in Zelda. Aber der ist schon was ganz Besonderes. Ja, das wird schon herausfordernd. Weil viele verfluchen den. Früher zumindest, also auf dem 3 in der 3D-Remake-Version, ne? Hatte ich jetzt keine Probleme mit dem Boss. Allerdings sind so viele Probleme damit haben. Und ich habe den Boss praktisch verlernt, dann. Ich weiß nicht mehr, wie ich das nochmal gemacht habe. Vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn wir beim Bosskampf sind. Wenn nicht, wird das ein Fail-Bosskampf. Denn wenn ich mich eins erinnere, dann ist der Bosskampf etwa genauso nervig wie dieser Tempel. Aber hey, seht mal. Jetzt weiß ich wenigstens. Bitte. Naja, eins weiß ich jedenfalls. Für die im Klickzahlen des Let's Plays bedeutet, dass jetzt jedenfalls. Der Wassertempel ist jedenfalls endgültig den endgültig den Tod und das setzt kein Kommentar. Das mit dem Bosskampf könnte aber schwierig werden, wenn das so weitergeht. Also komm mal wieder runter, Säule. Komm mal runter, Alter. Ich habe deine Mutter nicht beleidigt. Gut. Ah, nein. Warum respawnst du immer wieder? Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig ein- und ausatmen. Gut. So. Jetzt warten, bis das ganz hoch ist. Das sollte ganz hoch sein. Oh Mann. Okay. Falsches Lied. Warum mache ich das immer wieder? Man muss die doch beide ständig im Spiel spielen, Mann.
So, denn das Wiegenlied muss hier gespielt werden. Ja, wie schon tausende Male zuvor. Aber zum letzten Mal. Denn jetzt ist der Wasserpegel auf dem Maximum. Wir haben den Master Key. Okay, keine Ahnung. Wir haben sogar alle Golden Scootlers eingesammelt, außer einer. Und die kann mir auch total egal sein. Auch wenn wir die eigentlich gar nicht brauchen. Weil, wie gesagt, die 100%, die sind abgebrochen. Zu viel Arbeit, zu viel Geschneide, was ich gar nicht kann. Vielleicht ergänze ich das irgendwann mal. Aber das kann ich aktuell nicht zu sagen. Ja, hier ist er, hier ist er. Nee, sogar der Weg dahin wird einem schwer gemacht. Die wollen auch wirklich mal richtig genießen, wie man zur Master-Tür geht, ne? Oder die wollen, dass man noch ein bisschen mehr gequält wird. Hä? Ich laufe doch mit denen. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch, Leute? Mein Gott. Mein Gott. Wie soll man das denn jetzt machen? Lasch, 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 lasch. Ja, es geht wohl doch ohne. Aber wir dürfen halt nicht getroffen werden, denn sonst fallen wir wieder runter. Das machen die jetzt doch, um es extra zu ärgern. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Nein! Da sieht man richtig, was für ein Hass die Entwickler auf uns hatten, ey. So, wir lassen die jetzt denken, die sind fertig und dann lassen wir die immer wieder runterrutschen. Ich verrecke hier noch, das zeige ich euch. Nein, das war so knapp. Die wollen auch wirklich noch, dass man. Ey, man kann auch. Nein, man kann leider nicht rollen, man muss so laufen. Ach, man kann auch nicht ausweichen groß, weil dann rutscht man sofort runter. Jetzt hab ich's. Nein, hab ich nicht. Oh, echt? Der war doch voll außer Reichweite. Ja, Glück, 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 Glück. Oh, nein! Ja. Wenn ich jetzt noch verliere. Ne, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Ah, nein! Ja. Echt? Echt? In der letzten Sekunde. Nein. Okay, aber ich glaube, ich habe eine kleine Strategie gefunden. Und zwar müssen wir hier durch. Und zwar müssen wir hier durch. Das geht gar nicht. Das ist die Strategie, wie man hier hochkommt. Und wenn es anders nicht geht, dann weiß ich auch nicht, Mann. Ich weiß es nicht mehr weiter. Ist einfach so. Ja, geht doch noch besser. Ja. Trotzdem, ey, wie es auch, wie einer dann auch noch so reinlegt, das ist unglaublich. Marcel, Vorsicht, das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendetwas lauert hier. Das war schon den ganzen Tempel der Fall, verdammt. Okay, Leute. Aber in Ordnung. Ging etwas lauer hier. Ja, was wohl, der Bossgegner. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und was muss ich jetzt machen, damit er erscheint? Ich wette, ich muss auf einer dieser Dinger springen. Ja, mal klar, irgendwie. Das hier ist der. Das Einzige, was uns noch im Weg steht. Und da diesen ganzen Mist der letzten 6 Parts hinter uns zu bringen. War es nicht sogar mehr als 6? Oh oh, nein, nein. Mensch, Navi, versteck dich doch auch. Warum leuchtest du durch diesen Stein? Oh, Link, nicht bücken. Link, pass auf. Ach, gut, er hat's gemerkt. Aquamöbis Wassertentakel Morpher.
Sieht relativ lame aus, ne? Aber Leute, das Ding hat's in sich. Hey, das ist aber einfacher als erwartet. Und zwar muss man das Ding mit den Endtagen abwerfen, das ist klar. Und von den Dingern, von den Attacken müssen wir uns in Acht nehmen. Ich weiß nicht genau, was die mit einem machen. Ich glaube, die greifen nach einem. Und wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so gut an den Kampf hier erinnern. Wie das geht. Ich weiß nur, dass sie den hier. Ja, genau so geht das. Du machst vielleicht noch ein Ding an dies, oder? Wir müssen versuchen, das Ding an uns ranzuziehen. Jetzt so. Genau so müssen wir das machen. Das ganz oft. Reine Glückssache, ob man hier zielt, mal trifft. Aber eins ist klar, und zwar wenn er wütend wird, dann wird er doch ein bisschen schwieriger. Allerdings, dank den Enterhaken haben wir eine riesige Reichweite. Oh oh, das ist schlecht. Weil dadurch können wir wenigstens an uns ranziehen. Aber wie ihr seht, man sollte nicht so nah am Wasser sein, das fällt er direkt wieder rein. Hm. Verdammt nochmal. Okay, für die Zukunft wissen wir, dass man ihn nicht so greifen kann. Verdammt, wir sind schon wieder so nah ran, ja. Vielleicht? Nee. In Ordnung. Es kommt auch wieder hinterher, aber wir können ihn nicht mehr schnappen, also. Sofort Seitenwechsel, haben wir jetzt auch viel mehr Zeit. Gut. Genau, weiter weg, aber nicht an den Stacheln. Das ist so asozial. Nein. Hä? Ja, also. Gut. Ja, und das müssen wir, glaube ich, ganz oft wiederholen, oder? Wenn das alles ist, dann. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das schwer ist. Das geht schneller, oder? Ach, komm schon. Echt? Was? Menge Zeit? Oh, nee, nicht euer Ernst. Ja, aber muss wirklich ganz knapp vor den Stacheln sein, ey. Okay, früher fand ich es jetzt nicht so nervig, aber jetzt kann ich doch sagen, dass er Dreck ist. Also immer in die Ecken gehen, Leute. So kann man mich auch treffen. Hoffentlich. Geht doch. Jetzt aber. Na, ich wünsche mal, könnt ihr mehrmals treffen, ey. Hm, vielleicht. Nee, sollte nicht möglich sein. Ich habe aber eine richtig fiese Strategie. Die möchte ich mal ausprobieren. Klar ist, dass ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Aber vielleicht, wenn man ihn einmal getroffen hat. Oh oh. Oh verdammt. Ja, genau. Und hier sind auch Tentakel. Und jetzt muss man hier in der Ecke gehen, sonst geht das gar nicht anders. Boah, ey. Los von den Blattwasserdingern fliehen. Und jetzt kommt das Ding gleich da hoch, ne? Ja. Gut, leichtes Spiel. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist reine Glückssache. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Ja, und das war das. Da hat sich hinten wohl ein Wasserding jetzt aufgetan. Der uns jetzt eine Menge absieht. Ja, ihr seht, dieser Boss, der macht keinen Spaß. Genau wie der Tempel. Aber ich bin stolz, ihn erreicht zu haben, Mann. Wo ist dieses Wasserding? Oh, das ist da. Zu nah dran an. Ja, kann ich gleich knicken. Oder? Nein. Gut. Hä? Es gibt's nicht! Das Ding ist gerade nicht gekurzt.
ganz kurz, bevor ich ihn angreifen konnte. Klasse. Oh mein Gott. Weg, ich höre Stacheln und sofort Herztrank einsetzen. Eieiei. Und demnächst solche Experimente lassen. Boah. Okay, ich hätte ja noch die Fee gehabt, ne? Aber die Fee möchte ich mir gerne aufbewahren. Danke. Oh, zu weit weg. Naja, weiter weg und... Geht doch. Und noch einer. Oh nein. Ja, er macht immer mehr von den Dingern. Die kommen immer in der Nähe, von dem man ist. Ja, waren wir nicht an den Ecken sicher? Aber anders könnt ihr an den Ecken kaum treffen. Also entweder offensive oder defensive. Klar ist nur, dass das Ding eine Menge absieht. Nervig ist, weil es eine halbe Minute lang rumattackiert. Ja, entweder wir scheinen uns für die gute Reichweite oder für die Sicherheit. Ja. Hä? Oh, ich mach nochmal. Nee, doch, nein. Ich mach jetzt hier ein neues, ja. Okay, wenigstens für den Prinzip hier. Bam. Was die Gamba, gut. Habe ich ihn angegriffen? Ich glaube ja, ne? Ja, ja. Nervig. Wie viel hält der Ding noch aus? Wenn ich mal fragen darf. Hallo? Witzig. Reingelegt. Ja, ja. Timing ist alles, Leute. Oh nein, nein. Okay, hier kann ich ihn gleich perfekt greifen. Und los! Wie viel hält er denn noch aus? Mittlerweile soll da ein kritischer Punkt erreicht sein, oder? Vor allem das andere Prinzip ist immer das gleiche. Er täuscht auch manchmal so an, dann sieht das so aus, als würde sich hier gerade eben versuchen hochzubeamen. Was macht er da eigentlich die ganze Zeit überhaupt? Oh, ja, meine Schuld jetzt, aber ich konnte doch dieses Ding ausweichen. Boah! Uiuiui. Hä? Warum? Nein! Echt? Echt? Boah, dieses blöde Stick-Steuerung, ich setze immer außerdem die Flasche ein. Das ist Unsinn, aber warte mal. Wenn ich wechsle, weil ich glaube, links kann ich irgendwie besser drücken als unten. Weil unten gibt es nur die Möglichkeit, also gibt es dann auch die Möglichkeit links und rechts. Und wenn ich nach links lege, dann gibt es nur eine Möglichkeit und die ist, unten. Also ist deutlich klüger, als die gerade auf rechts zu legen. Oh Mann. Wie soll ich das Gefühl, dass der dauert noch ein Weilchen? Sobald das Ding hochkommt, hau ich dem dieses Ding hier, meinen Enterhaken, in die Fresse. Oh mein Gott, nein! Da ist noch so ein Ding, das ist aufgetaucht. Boah! Nee, 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 da kommt mit immer fieseren Tricks an hier. Das kennen wir mittlerweile, du. Da hinten taucht nichts auf, oder? Gut, danke.
Oh, jetzt aber, oder? Jetzt! Wow! Ja, bestimmt! Klar. Lässt du mich auch wieder los? Lässt du mich auch wieder los, habe ich gesagt. Boah, na genau auf die Stachel, damit ich noch mehr Schaden kriege. Wo bist du? Oh nein. Jetzt kann ich gleich schon wieder getroffen. Obwohl ich mir eigentlich aus der Reichweite, oder? Aha. Witzig. Boah. Er kann sich auch da durch das Wasser durchfließen lassen und so schneller werden, oder? Okay, ich gehe jetzt ein bisschen zu langsam, dass die Zuschauer werden lassen und gelangweilt. Wenn ich bei so einem Let's Play Bosskampf wäre, hätte ich schon längst wieder abgeschaltet. Von wegen spannend. Ja. Ein Versuch. Ja, aber Leute, sag mal so, es geht nicht anders, ne? Vielleicht ist die Reichweite zu kurz, vielleicht mache ich etwas generell falsch. Oder... Wenn ich an sowas nicht früher gedacht habe, ist das ein bisschen peinlich. Denn rein theoretisch sollte es möglich sein, den von mir aus zu nehmen und den da den letzten Schlag zu geben. Ja. We are the champions. Tschüssi, Wasser. Ja, Wasser in Videospielen ist allgemein so ein Thema, ne? Wasserlevel. Mist. Alles, was irgendwas mit Wasser zu tun hat, in Videospielen ist immer weg. Und ich schalte ein bisschen lauter, weil meine Mutter hat gerade Musik an. Gut. Und nicht nee, wieder das Herzteil. Und ich will nicht den Weg nochmal gehen. Boah, meiner wäre ich sofort zum Dingens gelaufen. Und jetzt drei. Weg da. Für immer und ewig. Muahaha. Tschüss. Oh yeah. Gut. Und wer offenbart uns da? Das ist eigentlich so ziemlich klar. Prinzessin Zora. Unsere Verlobte, wenn ich mich nicht irre, ne? Marcel, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Ja. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als mein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Dam. Naja, das würde ich gern. Aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Wie? Woher weißt du das? Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du suchst nach Prinzessin Zelda? Gib es zu, du kannst nichts von mir verheimlichen. Prinzessin Zelda. Sie ist am Leben, ich spüre es, also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Ja, damit. Endlich, meins. Oh, das Amulett des Wassers. Ruto gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Wenn du Sheik triffst, danke ihm von mir, ja? Okay. Ihm? Okay, spätestens da hätte mir irgendwie auffallen sollen, dass Sheik vielleicht männlich ist.
Es ist so eine Frage, ey. Einmal heißt es, sie ist ein Mädchen, manchmal heißt es, er ist ein Junge. Oh yeah. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Lassell, du hast es geschafft. Oh, da bist du ja. Du hast mir einiges zu erklären. Buto wollte sich bei mir bedanken. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Haimu den Frieden wiederbringen. Schau, Marcel. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Gut. Nicht reinschubsen. Auch nicht wieder verschwinden. Weg. Mein Gott. Wie schafft ihr das eigentlich immer? Oh. Witzig. Link, Mann. Du bist der Held der Zeit. Du sollst das doch sehen. Nicht schlecht. Aber warum verschwindest du denn nicht ganz normal? Warum musst du dich von ihm verstecken? Egal, egal, egal. Hier ist gerade eine sehr praktische Sache. Und zwar wollte ich jetzt euch schon mal zeigen, aber jetzt kann ich es auch tun. Und zwar... Zack. Pfeil auf die Sonne, Pfeil auf die Morgensonne und... Die Feuerpfeile. Ihr seht, das Abenteuer geht weiter. Da war übrigens doch irgendwie der Pfeil, der an der Sonne hing, aber in Ordnung. Logisch ist das nicht, aber... Ja, ey, ganz ehrlich, lasst erstmal diesen... blöden Anzug abnehmen und so tun, als wäre das alles nie passiert. Die Feuerpfeile. Platziere sie auf See, um sie abzuschießen. Triffst du, wird dein Ziel entflammen. Ja, es zieht auch Magie ab. Wie das geht mit den Feuerpfeilen, ganz einfach. Hier sind die Pfeile, darunter gibt es Option Feuerpfeile. Und noch zwei weitere Optionen, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ja. Aber draufklicken. Und mal die Feuerpfeile. Die sind MP2, also verbrauchen die schon nicht wenig Magie, aber es ist im grünen Bereich. Brumm, tisch. Versteht ihr, weil die Magieleiste grün ist? Oh, ich sehe, es geht wieder bergauf. Also dann, bis zum nächsten Part von The Legend. Was hast du mir zu nachsagen, Navi? Lass uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Wen? Ja, Shee könnte das sagen, ne? Oder Salia? Aber die ist ja weit weg. Die ist ja schon eine Weise. Vielleicht sollten wir im nächsten Part mal nochmal bei Kakariko vorbeischauen. Also dann. Tschüss, Leute.